Hey, are you there? Nein. I just got word from the director. Demons are showing up all over Tokyo. We've deployed people throughout the city. I've been tasked with guarding the school. It sounds like he wants you over at Jozoji Temple. It's vital to our defenses. Agami's ready for action and on his way. Get over there as soon as you can. Das ist eine Falle. Wir können doch nicht einfach den Unterricht schwänzen. Tempel. Ich habe mir natürlich gemerkt, wo der Tempel ist. Hier oben. Ja, das wusste ich natürlich. Ich bin jetzt nicht auf gut Glück einfach mal hier die Karte systematisch abgegangen. Das war ganz geplant. Ja, voll eskaliert hier. Was für ein Mist. Ich kann es sicher verstehen, wie du es so siehst. Aber mach keine Mistake. Wir kämpfen, um dein Haus zu schützen. So, then let us make our way to Jozoji. However, before we set out, I'm detecting the presence of a powerful demon in that direction. Ich würde gern speichern. I advise we prepare before proceeding any further. Gut, wo kann ich speichern? Hier ist ein Typ. Der hat was Neues. Der Tempel ist nicht zugänglich. Gehörst du zu Battle? Da, ich weiß Bescheid, dann darfst du durch. Achso, okay, ja, Wachen, alles klar. Ich kann nicht mal die Karte drehen. Tunnel, wo kann ich denn? Bestimmt nur da, ne? Und bestimmt nur im Ionenforschungszentrum speichern. Die wollen auch alle wieder quatschen. Ja. Ah ne, den anderen, genau. Ja, das ist gut. Ja, quatschen wir nochmal mit denen hier, was soll's. Eine gesichtslose Forscherin. Hier bei der japanischen Dependence sind viele nicht gut auf Erzengel Abdiel zu sprechen. Es ist schon verständlich, dass Abdiel die Kommandantin der Schlacht des Armageddon jetzt hier bei uns koordiniert, weil die Dämonenwelt ja nun mal einmal Tokio in unsere Welt. Was? Weil die Dämonenwelt ja nun einmal in Tokio in unsere Welt durchgebrochen ist. Aber sie mischt sich auch extrem in unser Tagesgeschäft ein. Dabei fehlt ihr völlig das Verständnis für unsere japanische Denkweise. Na sowas. Have a second? Der Anfang allen Unglücks liegt jetzt 18 Jahre zurück. Damals erschien in Tokio plötzlich die Dämonenwelt, die wir heute DAT nennen. In der Schlacht mit dem Dämonenherr verlor Japan den Schutz seiner berühmten Myriadengötter. Wir hatten keine andere Wahl als Bethel, um Unterstützung zu ersuchen. Direktor Kushimitsu konnte sich als Premierminister für unsere Unabhängigkeit einsetzen, sonst wären wir mit Sicherheit komplett von der Bethel-Zentrale geschluckt worden. Ja, der ist ja auch gegen Bethel und gegen die Dämonen, so wie er sagte. Ob es normal ist, dass der Direktor von Bethel gleichzeitig auch Premierminister ist? Nein, keineswegs. Es gibt nicht viele Personen, die diese beiden äußerst anspruchsvollen Positionen gleichzeitig ausfüllen können. Aber Direktor Koshimitsu ist eine davon. Der Dämon, der das Parlamentsgebäude in der Dämonenwelt angegriffen hat, wurde von einem Menschen begleitet. Okay. Aber was für ein Mensch wurde so etwas tun? Die japanische Dependence Bethels ist nicht sehr schlagkräftig. Wenn wir hier angegriffen werden, dann ist es aus. Pass auch du gut auf dich auf. Schauen wir uns hier nochmal um. Wenn wir dürfen. Ja, das Haus ist ja der Wahnsinn. Okay, wir haben gespeichert. Haus hier. Da. Ja, dann schauen wir uns den Dämon mal an, würde ich sagen. Der andere sagt bestimmt auch nur hier Bethel und Dämon und du darfst durch, andere nicht und...
What a sight. Oh. Alles voller Leichen von Onis und Dämonen. Engeln, würde ich sagen. I received reports that Bethel was sending reinforcements. Would that be you? Ist das von Goku? My name is Goku. Ja. Pleased to make your acquaintance. Ah, pardon me. I thought this our first meeting. But now I see. You're the one who slew the Hydra. Ja. Jōzōji is crucial to Tokyo's defenses. We've assisted Bethel to ensure the city's safety. However, the most recent attack by the Demons of Chaos shattered our barrier. Bethel has been assisting me in rebuffing the demons, but they have suffered heavy casualties. Not only that, the demons show no sign of slowing. Soon Tokyo will reach a crisis point. Ist doch schon kaputt, also was soll's? I can only ask that you might stand with me. The next wave of foes draws near. Please demonstrate the extent of your power. Incoming. Incoming. Als wären wir hier auf einem Schlachtfeld von WoW. So, was bist du? Ein Raptor? Anzu. Und eine Lame. Lamia. Ich glaube zwar nicht, dass die sich uns anschließen wollen, aber wir versuchen es natürlich. Nee, will nicht zuhören. Talk to the hand, denkt er sich. Uff, Items. Ich würde sagen, wir schmeißen mal Fernrohre drauf. Ne? Wer ist wohl gefährlicher? Ich denke mal, die werden vielleicht irgendwas mit Statuseffekten machen. Ich weiß nicht, vielleicht Feuerschaden oder so. Schauen wir uns erstmal die an. Mal schauen. Okay, die macht Elektro. Alles klar. Leichter Elektroschaden bei allen Gegnern. Lebensentzug. Das muss jetzt nicht zwingend sein. Schlecht gegen Eis. Das passt doch. Wir haben da doch Eiszeug, ne? Bei einem Gegner. Dunkelheit bei allen. Büffeldings? Ja, ne? Wir machen Büffeldings. Boom, fast kaputt. Skills. Du hast doch hier Flächeneischaden, ne? Licht. Mabuhu. Genau bei allen. Schön, das passt doch. Echt, der hat's noch nicht hinter sich. Okay. Niederschlag? Ja, komm, dann ist das Ding weg. Boom. Dann wissen wir auch, wie viel AP das andere Ding hat. Hä, wieso sind wir denn nicht nochmal dran? Wir hatten zweimal den Schwachpunkt. Okay, Niederschlag hat sich gerade scheinbar erstmal erledigt. Wobei, es lohnt schon, eine Gruppenheilung zu machen. Fernrohr. Da müssten wir doch jetzt eigentlich wissen, wie viel AP die hat. Die andere haben wir doch kaputt gemacht. Na, egal, Anzug. Mal schauen. Schwach gegen Wind. Auch gut gegen Elektro. Sprungklaue. 2 bis 3 Mal leichter physischer Schaden bei einem Gegner. Okay. Bei allen, genau, das machen wir. Aber danach kommt bestimmt noch was Härteres. Ich glaube nicht, dass das jetzt der harte Dämon ist. Da kommt mit Sicherheit noch was. Bei allen. Das machen wir. Ja, komm, Niederschlag.
Dann ist das Vieh weg. Wir haben keinen Wind, ne? Ne, wir haben... Wollen wir das machen? Wir machen mal das. Komm. Oh, da lohnt sich jetzt schon fast wieder der Gruppenheal. Ja, wir haben kein Eis, ne? Wir haben keinen Wind. Aramasa vielleicht? Ja, komm. Durchgenudelt. Cool, der ist hinter sich. Sehr schön. Und du hast auch keinen Wind. Du hast Wind, ne? Der hat Wind. Aber auch nur noch das Flächenschadensding, okay. Nee, ich würde sagen, wir heilen nach dem Kampf. Mittlerer Eisschaden, das passt, oder? Ja. Gut. Da kommt bestimmt noch was Härteres. 1889, das ist schon viel. Level up, schön. Er lernt bald Grammschnitt. Vielleicht sogar jetzt. Wir brauchen echt mehr. Verdammt, er lernt es. Hohe Chance auf kritische Treffer. Ja, das ist schon ganz cool. Das würde ich gerne mitnehmen. Ja, den Konter will ich auf jeden Fall behalten. Der ist cool. Ich weiß nicht. Was macht das? Steigert bei folgendem physischen Angriff den Schaden bei Nutzer. Okay, aufladen muss nicht zwingend sein. Ja, ich weiß nicht. Weg mit der Giftjagd. Theoretisch kann dann wahrscheinlich auch der toxische Stich weg. Das ist schwer. Den Grammschnitt finde ich schon cool. Nur die Frage, wie hoch die Chance wirklich ist, weil das Skelett hat kaum gekrittet damit. Ich glaube, das Skelett können wir notfalls wieder beschwören und es ihm nochmal beibringen. Ne, dann nee, Moment. Dafür bräuchten wir eine Essenz. Oh Gott, was verlerne ich denn? Das ist doch blöd. Ich finde die Kombo mit toxischer Stich und Giftjagd eigentlich ganz cool. Und das ist halt eigentlich immer noch die Alternative, falls Niederschlag nicht hinhaut. Ja, komm weg mit dem Grammschnitt. Ist zwar schade drum. Wir bräuchten echt einen Slot mehr. Das wäre einfach geil gewesen. Ja, ich wusste doch, da kommt noch was. Was bist du denn für ein Ekelvieh? Mal ernsthaft. Wer ist Assir? Schändlich, Lamu. Ein Lamus. Pokéball. Ich glaube nicht. Das kannst du sowas von knicken. Ach, jetzt kannst du nicht mehr quatschen. Gehört ihr zu Bethel? Dann gilt euch meine Rache, da ihr wagtet, mich, König Lamo, zu bannen. Gib mir dein Magazui, ich will das verschlingen. Jetzt aktiviere ich gleich selber. Kannst du sowas mal vergessen, Items. Hier.
So, also Dunkelheit und Feuer ist gut. Wind und Licht hat eine Schwäche. Das kriegen wir wohl irgendwie hin. Wind und Licht. So, mal gucken. Hier haben wir Eis. Ugh. Ja, machen. Wir heilen uns. Ja. Okay, Wind und Licht. Machen wir das. Chance auf Soforttod, das wäre ja richtig cool, ne? Aber ich glaube nicht, dass das bei Bossen funktioniert, ehrlich gesagt. Das wäre zu hart. Okay, ich würde es gerne mit dem toxischen Stich versuchen. Kritisch, cool. Schade. Wir haben kein Licht und Dings. Okay, Tio. Oder Aramasa? Aramasa, komm. Der ist inzwischen doch gar nicht mehr so schlecht, der Skill. Skills, ich würde fast sagen physischen Angriff wegen den MP. Ob Fortuna nochmal drankommt, wenn ich weiterreiche? Ne, ich hab's mir fast gedacht. Ja, komm. Der wird weiter durchgenudelt. Wir machen nichts. Theoretisch müsste sich jetzt beim Verteidigen ja die Magazui-Leiste. Minimal. Das bringt quasi gar nichts, okay. Schade. Das ist der Hammer. Ja, du versuchst es nochmal damit. Wäre schon schön, wenn er mal irgendwie vergiftet wäre. Vielleicht jetzt? Cool, ging keiner drauf. Schön. Also kein Zug. Genau, weiter Hammer. Ja, lange macht er nicht mehr. Und ganz ehrlich, mit dem zweimal toxischen Stich, da wäre jetzt zweimal Niederschlag echt schon besser gewesen. Das frisst mich schon so ein bisschen an, dass der einfach nicht vergiftet ist. So, der hat's hinter sich. War gar nicht mal so schwer. 762.161. Nein, nicht sie. Ich glaube nicht. What? Where did that foul demon run off to? We've got a crisis. The demons that broke through the barrier are raiding the school. No doubt Lamu had the same destination in mind. Wir kommen sofort zur Schule oder übernimmt die... Ja, komm, wir kommen. Please. Daza and I need help evacuating the students. I know this temple isn't the only place threatened. You go after the demon. I'll keep watch here. Ja, mach das mal. So, we are targeting Joeen High School after all.
Okay, wo können wir noch gleich speichern? Hier. Ja, mit dem Husten wird es jetzt gerade echt deutlich wieder schlimmer. Deswegen werde ich die Aufnahme jetzt erstmal beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge.